Hier eh nicht hin. Na, du bist Lass die weg. Fledermaus. Dann beschwer dich nicht übers Geld. Doch. Nein. Warum? Weißt du nicht? Nein. Hör auf. Stopp. Hier ist ja gar nicht. Hä, ich habe doch jetzt alle Kisten geguckt, oder nicht? Ah, endlich ist dieses Scheißtier tot. Da bin ich jetzt schon aufgeregt. Ah, da hinten. Da ist sogar noch eine Kiste, die so fett und zu ist. Und ich habe die einfach nicht geholt. Fernbedienung. Geht doch. Du hättest ja auch mal auf die Karte schauen können. Warum? Da werden die ganzen Kisten angezeigt. Stimmt. Da kommt da drauf, wenn dann fast mal das Spiel durch ist. Du sagst aber immer dann erst, wenn ich es schon geschafft habe, fast. Ja, das ist dieses Let's Player-Syndrom. Ich habe auch Behinderungen. Achso. Nicht nur du, so. Auf dich immer auf deine Behinderungen auszuholen. Oh, das passt wie andere asoziale Menschen. Hell. Ja, einfach andere asoziale Menschen, die sich auf den Behinderungen ausruhen. Okay. Das sind keine bestimmte Anspielung an irgendjemanden. Okay. Außer an dich. Okay. Mach dir Angst. Okay. Kannst du noch was anderes sagen? Nee. Ich hasse dich. Andi! Jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du es geschafft. Alter, diese Türen, ey, wie funktionieren die? Ich würde auch so eine haben. Kommt wieder Bosskampf, Minikampf, Minikampf einfach. Weißt du, wie lang das jetzt war? Ich muss jetzt den ganzen Kackweg nochmal zurückrennen. Ich reg mich aber diesmal nicht auf. Ich reg mich kein einziges Mal auf. Ich sag dir einfach gar nichts mehr. Das ist ein sehr unterhaltsames Let's Play, wenn man dann einfach gar nichts sagt. Ja. Ich kann aber auch vollkommen normal weiter kommentieren, als würde mich das überhaupt nicht aufregen. Oder wir könnten lustige Schwenke aus unserer Jugend erzählen. Wie Link guckt voll böse. Wie dumm war das denn? Oh nein, er ist plötzlich verschwunden. Ich zeig dir jetzt Kali. Oh mein Gott, er kotet. Das hast du doch gerne. Shadow, dich du Babas. Und wenn ich mich weiß, ob sie so heißt, aber ich nenne sie so. Tschüss, tschüss. Oh, ey, ich bin hier der Linie. Ey, warum pflanzt sie einfach so eine Scheiße denn? Das ist so schön. Oh, sie hat mich gebissen. Sie hat mich gebissen. Oh, now it's Aua. Personal. What? Ich verstehe nicht, wenn du so leise sagst, vor allem, dass ich hier gerade so extrem laute Zelda-Action rede. Red nicht leise. Ja, aber hier ist gerade extrem laute Musik. Hä? Die sind jetzt alle tot? Der kommt gar nicht mehr zu einzusetzen, weil ich viel zu schnell bin, ey. Ich bin so schnell, ey. Guck dir an, wie schnell ich bin, ey. Ich bin so schnell. Wo ist der hin? Ist gut. Wo ist er? Alter, man muss die ganze Zeit im Kreis, dann kriegst du ein Schleudertrauma. Da. Halt, stopp! Ich nehme immer voll unten reinschlag. Gut, dass das nur ein Hologramm ist. Ich laufe wieder im Kreis wie so ein Spacko. Hui. Ah, scheiße. Macht Spaß? Ja, das kann ich gut. Da fühle ich mich ausnahmsweise mal intelligent. Oh, Gott. Das ist eine Sache, die du gut kannst. Ja, im Kreis laufen. Oh, mach ich mir echt auch immer. Nee. Oh, shit. Das habe ich zu lange gebraucht. Nee, der hat irgendwie gar nichts ausgemacht. Ach, der spawnt gar nicht nochmal neue so Teile, sondern der macht einfach so einen dummen Angriff. Der ist ja locker easy. Oh ja, so ein Stück leck. Dieses Geräusch, wenn die ganze Zeit so verschwindet, da hört sich einfach wie bei so einem Pokémon-Spiel oder so ein billiges Pixelgeräusch. Shit. Oh, das war jetzt extrem dumm. Ja, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt passiert? Da regnet das auf einmal so Gebrüder Spacko. Du redest schon wieder wie ein Asozialer, ich mag. Geil, ich hab alle getötet. Nein. Halt, stopp! Ja! Oh Gott. Ich hab's geschafft. Oh, da ist er. Das ist schön. Das ist sehr schön. Okay. Das ist irgendwie wie so ein Roboter. Ich bin fein. Oder quietscht jetzt Pali. Geh bitte. Ihre Wii-Fernbedienung, irgendwas ist fast leer. Batterieleistung so ihrer Wii-Fernbedienung lässt nach. Ich hoffe, dass sich Link dann denken muss. Was für eine Fernbedienung? Was ist sie überhaupt, eine Fernbedienung? Ja, stimmt. Mama kann ihn nicht treffen, selbst wenn man nah an ihm dran ist. Das ist voll doof. So, jetzt aber. Das ist aber nur zu schlecht, um ihn zu treffen. Puh, das war knapp. Gibst du bist zu schlecht, um ihn zu treffen. Nee, man kann ihn nicht treffen. Du bist zu schlecht. Guck da, man kann ihn treffen. Okay, da war jetzt zu lang. Du bist trotzdem zu schlecht. Wie leckt das Spiel gerade ein bisschen? Oh shit, aber dumm. Nein!
Irgendwie ist der Boss ultra langweilig. Er ist ja noch als ein Boss, aber man muss die ganze Zeit nur dem Dumm hinterherlaufen und den Schlag gehen und das war's. Und man muss dauerhaft im Kreis laufen. Das ist anstrengend. Ja. Muss seinen Daumen bewegen, hallo? So, jetzt stirbt man bitte. Immer noch nicht. Wie lange lebt er denn? Ich mach wieder irgendwelche Musik. Oh, ich hab eine gute Idee. Das passt jetzt auch gut dazu. Oh Gott, jetzt macht wieder irgendwelche Copyright-Musik an. Psst, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß, was da ist. Das ist sehr gut dazu. Ja. Du hast bist endlich fertig. Scheiße, ja. Genau jetzt komme ich mit der Musik. Er platzt schon wieder und denkt sich so, man kann mal Nebel machen. Oh Gott. Du weißt schon, dass das auch Copyright-Musik ist? Ist mir egal. Bis was 30 Sekunden sind, mache ich weg. Man hört das eh nicht laut. Das ist übrigens auch Zelda-Musik. Man hört fast gar nichts. So, jetzt gib mir diesen Scheißball. Er rollt einfach weg. Er denkt sich so, ich gehe mal nach Hause. Oh nee, jetzt rastet die Hand okay, wieder. Okay, wer hat's erkannt? Wer hat's erkannt? Schreibt's in die Kommentare. Man hat das fast gar nicht. Ich hab mein Mikro gehauen. Das habe ich auch schon aufgemacht. Oh, ich bin fabulous. Ich werde schon wieder angegriffen in der Zwischensequenz und kann nichts dagegen machen. Ich find's lustig. Okay. Ich krieg schon wieder Krebs. Krebsball. Oh, Gott sei Dank. So, das haben wir geschafft. Ich reg mich nicht auf. Ich sollte mir irgendwas zum draufbeißen holen. Oder du glaubst, es bringt bei dir noch was. Ich hab mega so lange. Ich finde diesen Ball aber cool. Ich hätte auch so gern einen für zu Hause. So eine Lampe davon wäre cool. So, was muss ich jetzt die. So was basteln machen? Wir uns. Das ist dann einfach nicht später so als Nachttischlampe. Ja, und dann können wir so Art Attack machen. Schlampe. Oder als Duschlampe. Gott, ich sag böse Wörter. Du musst mich wieder zensieren, wie in einem Minecraft-Part, wo ich eigentlich gar nichts Böses gesagt habe. Ach du Kacke, was okay, ist das? Ich hab Wörter wie Arsch und Kacken und Ficken gesagt. Zensierst du mich jetzt wieder? Nee, aber ich krieg grad Angstzustände. So, ich habe alle Menschen getötet, das ist gut. Menschen töten macht Spaß. Wortwörtlich Menschen, weil es ja wirklich mal. Also, so Twilight-Menschen waren. Warum kam ich da nicht hoch? Weil du schlecht bist. Jetzt mal ernsthaft, warum kam ich da nicht hoch? Kommt diese Hand jetzt? Geh nach Hause, bitte. Dankeschön. So wie du denkst. Wie du denkst, dass ich denke. Ich rede jetzt einfach ganz nett mit denen. Ich weiß, um ehrlich zu sein. Ah, ich glaube, ich kann das. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss mich nur da drauf werfen, kann das sein? Okay, das hat sehr gut funktioniert. Oh mein Gott, da kommt Jesus! Jesus? Tschüss! Oh mein Gott, Jesus hat mich angegriffen. Das war knapp. Was mache ich jetzt? Kann ich die Hand besiegen? Meinst du, das geht? Ich weiß es nicht. Ich hab doch. Der Dumme ist ja. Egal, was ich jetzt mache, der klaut die sowieso, weil ich viel zu lange gebraucht habe. Ja, und jetzt? Wenn du die da raufschmeißt und dann hinterher kletterst? Ach, das ist die falsche ja, ne? Richtung, oder? Ach ja, stimmt, scheiße. Dann wäre lustig gewesen, wenn man einfach machen könnte. Musst du dich nicht da unten in die Mitte hinlegen? Ja, aber die Hand ist über mir und die geht dann direkt runter und klaut dann den Ball. Scheiße, was mach ich denn jetzt? Give it a try. Die klaut das nicht? Ja, danke schön, du Arschloch. Ich reg mich nicht auf. Du regst mich nicht auf, nein. Ich reg mich gar nicht auf, guck. Wo ist die hin? Ach, da. Ach, Mann. Ja, jetzt bin ich auch noch ein Wolf. Ja, es passiert halt, ne? Jetzt verarscht ihr mich auch noch, indem die so richtig eklig sagt, ja, das passiert halt. Jetzt kommst du mir hier weg. Habe ich es gerade etwa geschafft, dich wütend zu machen? Ein bisschen. Geil. Da, arbeite ich, da arbeite ich eben drauf hin. Da arbeite ich drauf hin. Ich griff dir irgendwann so einen Monte gegen den Kopf. Okay, ich hab's echt geschafft, dich wütend zu machen. Ich find's lustig. Sonst sagst du mir das gruselig. Irgendwer redet gerade mit mir, ich verstehe nicht, wer? Ich nicht. Hä? Achso, ja, das weiß ich auch, aber... Ich will mit dir reden. Ich jetzt muss ich aber erst mal überlegen, wie schaffe ich das da jetzt am ich besten? Ich mag das übrigens echt nicht mehr, ne? Ist dir klar? Total. Das ist meine Würde vergewaltigt. Ich wollte gerade irgendwie vergewaltigt sagen. Das ist meine Würde vergewaltigt. Hallo? Nunchuck funktioniert! Okay. Dankeschön. Ich zeichne gerade Kali mit offenen Haaren. Oh mein Gott, sieht das süß aus. Ist gerade erst angefangen. Was? Hast du gerade erst angefangen, oder?
Ja, vor ein paar Minuten. Achso, ich glaube, du hättest so den ersten Strich gemacht. Und so, boah, das sieht voll süß aus. Nee. Willst du mich verarschen? Falsche Richtung. So. Du hechelst wie ein Hund. Ich glaube, du hast vergessen, dich in Mensch zu verwandeln und bist immer noch ein Wolfi. Das kann sein. Hm. Hand, geh bitte weg. Als ob die auf dich hören wird. Ich meine. Manchmal die, klappt das. Die möchte die Welt vernichten und alles Mögliche. Warum will die eigentlich die Welt vernichten? Statt die Langeweile. Ja, klar. Ach, Mann. Und rumdrehen. So, jetzt ganz schnell. Lauf, 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 lauf. Jetzt weiß ich ja wenigstens, was ich machen muss. Warum sieht Kali aus wie ein Junge mit langen Haaren? Geil, die kommt jetzt erst aus dem Ding da raus, während der Teil schon am Hochfahren ist. Jetzt habe ich voll viel Zeit. Das ist sehr gut. Ich habe irgendwie gecheatet. Ich glaube, ich habe gecheatet, genau. Du hast heute schon mal gecheatet, indem du dir unendlich Pfeile gemacht hast. Stimmt. Will ich sagen, aber... Ha, jetzt funktioniert das gar nicht. Das ist ja toll. Hä? Ich meine, jetzt? Jetzt was? Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Ja, ich auch nicht. Stell dir vor. Ja. Nein. Du dumme Fledermaus. Alter, nein. Hast du das gerade gesehen? Nein, ich habe gerade gezeichnet. Das ist so eine Missgeburt, Fledermaus, die mich einfach richtig verarscht hat. Ich habe gerade gezeichnet und ich habe Kali verkackt und ich höre jetzt auf. Das war gerade richtig kacke. Ah ja, war auch dumm von mir, weil ich die Fledermäuse nicht besiegt hätte, die einfach klatschen sollen, dann wäre das besser gelaufen. Ey, diese Musik, die kommt für die scheiß Hand über, die ist so richtig die Horrormusik. Du hast dich immer noch einen Bitch-Slapper an. Wie, was? Ein Bitch-Slapper. Okay. Ah, jetzt kommt sie wieder hier, ihre, die Hand des Todes. Warte mal, halt, stopp! Ich probiere jetzt mal was, ich probiere sie jetzt richtig zu töten. Nehme ich einfach ab, weil, ach, ich habe das ja ausgewählt. Passt jetzt gerade gut. Ah, die cheatet. Die ist einfach unbesiegbar. Ja, danke. Tja, ich werde hier nichts cutten. Das ist die Welt selber schuld. Das hast du beim letzten Mal auch gesagt, dass du nichts cutten willst. Und hast du jetzt nicht doch gecuttet. Ja, das ist ja auch dann viel zu lange gedauert. Aber hier, ich sag einfach gar nichts mehr. Ich laber jetzt dafür gar nichts mehr mit dem Let's Party. Ich rede erst wieder, wenn ich das geschafft habe. Wie komme ich jetzt hier hoch? Achso. Ach, die ist noch da hinten. Ja, Zwischensequenz zeigen, damit ich sehen kann, wie ich verkackt habe. Die fliegt voll unsymmetrisch da rein, das ist richtig doof. Ja, okay, jetzt weiß ich wirklich, was ich machen muss, glaube ich zumindest. Was ist denn das jetzt? Hä? Spawnen jetzt diese Kackteile da wieder? Weißt du was, ich spiele Spirit Tracks nebenbei, es ist mir zu langweilig. Okay. Jetzt mache ich diesen Live-Let's Play von Spirit Tracks mit, ja, Material aus Twilight Princess. So. Live. Jetzt lass mich in Ruhe und geht einfach alle sterben, das ist Spaß. Oh fuck, ich habe Animal Crossing im DS. Soll ich Animal Crossing Let's Play machen? Spontan? Spontan einfach. Ja, ich mache jetzt einfach über dein Let's Play Spirit Tracks Let's Play. Also hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Das ist Legend of Zelda Spirit Tracks. Und ich habe das schon 8-mal durchgespielt und spiele es gerade das 9. Mal durch und es hat so 100% und ich habe es davor schon 2-mal. Oh. Okay. Das muss ich noch üben. Das muss ich noch üben. Hab's zweimal. Oh, da redest du so richtig langen Satz. Dann hast du am Ende keine Luft mehr, erstickst. Hätte wäre nett, wenn du die Musik ausmachen könntest, weil das ist sehr laut. Entschuldigung, das war Absicht. Achso. Zur Absicht und nicht. Tschu, richtig der. Diese Fledermäuse sind aber auch so Kackgeburten, ne? Das ist sehr schön ausgedrückt. Ich weiß. Ich bin der Meister der Worte. Stell es mir bildlich vor. Das ist die vorgestellte Kackgeburt. Lass mich in Ruhe. Danke. Nein. Ich höre noch eine. Ich gehe jetzt Rasen mähen. So, jetzt habe ich die. Und jetzt? Toll, dankeschön. Was? Was jetzt? Jetzt habe ich diese Kackhand. Scheiß. Ach, egal. Hä? Ich habe die Kugel. Ja. Ja, und jetzt? Ja, noch unten. Guck doch mal auf die Karte. Hä? Soll ich denn auf der Karte gucken? Ja, du musst doch einfach nur den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Ja, einfach. Wie denn? Indem du auf die Karte schaust. Hä? Was soll mir denn die Karte sagen? Achso, ich weiß, gedacht, wo ich hin muss, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich hab gedacht, du weißt nicht, in welche Richtung das du musst. Achso.
Warum sind die immer noch Kommunikationsprobleme zwischen uns. Ich geh jetzt mal hier hin. Wir sollten Paartherapie machen. Töte ich alle Fledermäuse. Wir sollten trotzdem Paartherapie machen. Du redest sofort von Paartherapie, ich rede davon, dass ich gerne Fledermäuse kriege. Deswegen solltest du erst eine Therapie machen. Das fliegt zusammen. Ja, passt doch. Fledermäuse töten mit Therapie, das passt perfekt zusammen. Passt ach Gott, ey, nee. Also. Ich mach das. Ach, ich kann das ja auch von anderen Orten machen, ne? Kann ich die Hand in den Arsch, ins Arschloch schießen? Ich will es nicht gefragt. Welche Hand hat eigentlich ein Arschloch? Hör mir bitte auf, wenn ich das Fledermäuse, dankeschön. Ich töte jetzt erstmal alle Gegner. Da kann nicht sein, dass ich die ganze Zeit so lange brauche, nur weil mich hier die ganze Zeit so Gegner aufhalten. Gegner. Es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit, dieses Vieh zu besiegen, oder nicht? Oder das soll ich nachschauen? Damit er den Ball fallen lässt. Soll ich nachschauen? Nee. So. Du verschwendest schon wieder meine Freizeit. Du wolltest mit aufnehmen? Ich wollte nur, dass du gegen Santo kämpfst. Ich habe ja dich Sagst sonst immer, du findest das langweilig, wenn ich in Dungeons bin. Hä? Du sagst sonst immer, ich find's da langweilig, wenn ich in Dungeon bin. Ich wusste ja nicht, dass jetzt hier aber das war der Dungeon ist ja auch geil. Okay, das komische fette Haus ist auch geil, aber ich hab ja nicht. Ja. Ich bin doch schon im Dungeon, oder nicht? Ja. Ja, warum guckst du das da nicht? Hä? Du hast doch gesagt, das ist geil. Hä? Aber du findest das scheiße. Hä? Hey, da gesagt, den Dungeon geil? Da, hier den, wo du jetzt drin bist, den mag ich. Hä? Ja, weil der Twilight ist. Ja, aber warum? Das ist Edward und Bella. Findest du das dann scheiße? Jacob. Und Alice. Und. Neferet ist was anderes.